Boah! Yo! Alter! Ich habe bei einer verstorbenen Nachbarin den Keller ausgeräumt und jetzt probiere ich alle Leichen, die sich da angesammelt haben. Die sind höchstwahrscheinlich alle längst Essig, aber you never know until you try. Bei mir ist also in der entfernteren Nachbarschaft jemand verstorben und dann hat man mich als den Weinkenner gefragt, ob das, was die da im Keller gefunden haben, noch etwas wert ist. Und wie fast immer, wenn mich jemand sowas fragt, ist die Antwort leider eher, I don't think so. Du wirst ja wahrscheinlich selber schon wissen, dass bei weitem nicht alle Weine zum Reifen gedacht sind und besonders, wenn jemand definitiv kein Weinkenner ist und zufällig einfach so Weine kauft und die dann ewig im Keller liegen lässt, ist die Chance, dass die hinterher noch gut sind, sehr, sehr gering. Ich fürchte auch mal, im Video heute gibt es gar nicht so großartig viel zu lernen, aber ich denke, unterhaltsam wird es trotzdem allemal. Das erste, was ich jetzt hier mir mal aufreiße, ist ein 2011er Riesling aus Württemberg, aus der Literflasche. Definitiv nicht das beste Zeichen, aber schauen wir mal. Riesling kann an sich ja eigentlich sehr, sehr gut reifen. Ich würde sogar behaupten, so gut wie keine andere weiße Rebsorte. Die Farbe ist jetzt auch eigentlich okay. Die sieht nur nicht hinüber aus. Es riecht tatsächlich wie ein in Ehren gereifter Riesling, muss man ganz ehrlich sagen. Da ist natürlich nicht viel los. Du hast diese ganz, ganz schönen Reifenoten. Es geht so leicht so ein bisschen dieses Ölige rüber. Ganz, ganz ein bisschen vielleicht Petrol, aber wirklich nur fein. Also tatsächlich, Surprise, man kann das durchaus gut trinken. Das sind jetzt keine großartigen Fehltöne. Es schmeckt wirklich wie ein angenehm gereifter Riesling. Natürlich ist das jetzt eine Qualität, die nichts großartig wert ist. Also wenn das Ding vor 10 Jahren mal 5 Euro gekostet hat, dann wirst du auch jetzt definitiv nicht mehr als 5 Euro dafür kriegen. Vielleicht gibt dir noch einer 3, 4 Euro dafür. Das ist jetzt kein großer Genuss, aber wenn du jetzt noch nicht so erfahren bist mit gereiften Rieslingen, dann wirst du da wahrscheinlich nichts zu beanstanden haben. Und es wäre echt eigentlich gar kein schlechtes Beispiel, mal zu zeigen, wie so ein gereifter Riesling sein kann. Schauen wir mal, ob wir das Niveau halten können. Wir gehen ganze 10 Jahre weiter noch in die Vergangenheit. Von 2011 gehen wir jetzt auf 2001. Ein Müller-Thurgau, Dattinger Burg Neuenfels. Okay, wo auch immer das Ganze ist. Wahrscheinlich irgendwo in Baden oder in Württemberg. Müller-Thurgau, ja, definitiv eine Rebsorte, die sicher nicht zum Reifen gemacht ist. Hier der Wein in der Literflasche und genau das ist traditionell eigentlich auch eher sein Zuhause, wo er sich wohlfühlt. Ein klassischer Massenwein, der gerne jung getrunken werden kann, aber sicher, sicher nicht zum Reifen gedacht ist. Aber ob es funktioniert? Schauen wir mal. Oh, krass, ja. Sehr krasse Farbe. Natürlich schon deutlich, deutlich dunkler. Hat aber auch einen Korken gehabt. Und sobald so eine Flasche einen Korken hat, geht die Alterung auch eher immer ein bisschen schneller als mit so einem Schraubverschluss, weil der einfach dichter ist. Das riecht tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Es riecht irgendwie wie so, ich würde mal sagen, kennst du diese Cocktailfrüchte in der Dose? Also so, es ist fruchtig, aber es ist so total so dosenfruchtig. So nicht ansatzweise würde man hier an frische Früchte denken. Du denkst total an so Dosenfrüchte. Ich weiß nicht, meine Oma hatte früher immer diese Cocktailfrüchte in der Dose. Also heißen die Cocktailfrüchte? I don't know. Auf jeden Fall so ungefähr riecht das Ganze. Ist, ja, auch angenehm, muss ich sagen. Wirklich angenehm. Nicht schrecklich. Gar nicht. Ah, das ist schon eher drüber. Es ist wirklich nicht schrecklich. Er hat irgendwie tatsächlich eine gewisse Frische, aber wahrscheinlich deshalb, weil er einfach nichts großartig dran ist, also da ist keine Substanz. Ich habe ein bisschen diese Fruchtigkeit. Hinten raus wird er dann so ein bisschen komisch bitter. Ist aber eigentlich alles okay. So, also das ist jetzt nichts, was jetzt extrem schrecklich ist. Natürlich kein Genuss. Natürlich muss man sowas nicht weglegen, sondern sollte das Ganze jung trinken. Aber positive Überraschung Nummer 2. Ich sag mal so, natürlich bei so günstigen Weinen, mit jedem Jahr, dass wir weiter in die Vergangenheit gehen, wird die Chance immer geringer, dass das Zeug noch ansatzweise trinkbar ist. 1999 Bacchus Halbtrocken von Alfred Schnabel aus Rheinhessen. Wieder mit Schraubverschluss, das macht schon eher Hoffnung. Das klang jetzt eigentlich nicht eher so, als wäre der dicht gewesen. Farbe, wie erwartet, relativ dunkel, also sehr, sehr hübsch eigentlich. Wunderschöne Farbe, ich stehe auf so eine Farbe. So ähnlich wie der letzte gerade eben. Auch tatsächlich angenehm gereift. Sehr, sehr floral, ein bisschen kitschig, wieder ein bisschen Dosenfrüchte so. Deckt sich eigentlich fast eins zu eins mit dem, was ich gerade vorher hatte. Er hat so eine leichte Blumigkeit. Wir haben hier wieder diese Dosenfrüchte-Aroma. Auch hier habe ich wieder so eine bisschen unangenehme Bitterkeit hinten raus, die so ein bisschen scharf schon wird, aber sehr wenig. Wirklich sehr wenig. Also pff, alles in allem, ich habe es schlimmer erwartet. Also mich beschleicht fast so das Gefühl,
dass das fast durchwegs eine einzige positive Überraschung werden könnte. Hoffe ich natürlich nicht, weil wäre ja langweilig. Weiter geht's. Die Flasche ist tatsächlich gar nicht so alt, wie sie aussieht. 2000er Jahrgang, auch wieder aus Rheinhessen. Ein Kerner Kabinett halbtrocken. Sicher nicht mein Favorite sowas. Sicher nicht das, was lange reifen sollte. Aber 20 Jahre und bei dem Level an guten Überraschungen, die wir bis jetzt hatten, vielleicht habe ich ja einen Lauf. Korken kommt in einem. Klingt auch so, als wäre noch dicht gewesen. Ich sag's dir, also nach den letzten drei, ich bin wirklich confident. Farbe, wie erwartet, so ein eigentlich wirklich schönes Bernstein, goldgelb. Oh, ei, das, nee, da sind wir drüber. Da sind wir definitiv drüber. Wieder eigentlich ganz nette Reifearomen, aber das Ganze wird hier wirklich begleitet von so einem, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen so einem Urinaroma. Soll ich das wirklich probieren? Oh, also unglaublich langer, schrecklicher Abgang. Das ist dann definitiv der erste, den man streichen kann. Der ist mausetot und hinüber. Ich hoffe, das Ganze war jetzt kein Vorbote für noch viel Schlimmeres, was mir blüht. Und es geht weiter. 1997 Kerner Spätlese. 11% dürfte also gar nicht so bocksüß sein. Hagenauer Burgstall, also gar nicht so weit weg von mir hier am Bodensee. Silberne Medaille Badischer Weinbauverband. Ja, ja, schon recht. Der Korken war mir definitiv zu lose in der Flasche, als dass das noch was sein könnte. Farbe kennen wir inzwischen ja schon so. Ich fürchte, von hier an geht's nur noch bergab. Ja. Definitiv. Super unangenehme, penetrante Süße mit diesen extremen Alterungsnoten. Hat so einen ganz leichten Plastikton. Tatsächlich gar nicht ganz so scheußlich wie der vorhin, aber richtig, richtig unangenehm. Weg damit. Okay. Nochmal ein Wein von Alfred Schnabel, Silvaner 1998. Den habe ich irgendwie tatsächlich gerade ein bisschen übersehen. Wir hatten ja schon einen von dem von 99, das jetzt hier 98. Silvaner, auch tendenziell eher eine delikatere Rebsorte, besonders natürlich, wenn die in trocken ausgebaut ist. Deswegen glaube ich fast nicht, dass der das Ganze überlebt hat. Farbe auch deutlich zarter als bei seinen Kollegen. Oh ja, ja, das ist hinüber. Ist nicht sehr unangenehm, aber es ist sehr ganz, ganz klar hinüber. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Die Nase war nicht sehr unangenehm, aber was da im Mund abspielt, das ist scheußlich. Das ist richtig scheußlich. Bis jetzt also drei positive Überraschungen, drei scheußliche Weine. 1982, Schweigener Gutenberg, eine Scheurebe, auch alles andere als ein Wein, der reifen sollte. Definitiv sollte man sowas auch nicht probieren. Ich mache es trotzdem, weil ich dumm bin. Die Farbe verheißt auch definitiv nichts Gutes. Ja, da schwimmen auch Korkstücke drin, aber ich glaube nicht, dass das jetzt noch was noch schlimmer macht, als es sowieso schon ist. Ganz komisches Waldpilzaroma. Also, der ist matsch. Absolut. Aber tatsächlich gar nicht ganz so schlimm wie die anderen, die ich jetzt zuletzt hatte. Überrascht mich jetzt selber. 1983, ein weißer Bordeaux. Auch wieder Literflasche. Das ist natürlich sowieso immer das beste Zeichen. Grundsätzlich ist Frankreich als gesamtes Land für mich eigentlich absolut unangefochten, was weltweit Weinqualität angeht, über die gesamte Breite, was ein Land herstellt. Aber ich glaube nicht, dass der nach 40 Jahren noch irgendwas kann. Also, das riecht tatsächlich schön, muss ich sagen. Das ist, wow. Es hat so ganz fein buttrige, nussige, leicht ledrige Noten. So ein Hauch von Waldhonig. Schmeckt aber eher einfach nur wie verdünnter, schlechter Sherry. Bis jetzt also drei positive Überraschungen, fünfmal Matsch, fünf weitere to go. Und wir machen direkt weiter mit Rheinpfalz, 1979er Morio Muscat, mir graut es. Weingut Seilerhof, südliche Weinstraße, ja, never heard of them. Morio Muscat, sowieso eine Hassrebsorte von mir und auch definitiv was auf keinen Fall 45 Jahre reifen sollte.
Quer über die Bank, aber tatsächlich ein Lob an die Korkenqualität, die hier am Start ist. Die Farbe ist, glaube ich, was Neues jetzt bisher in der Reihe. Dunkel hatten wir natürlich schon, aber sowas hatten wir noch nicht. Och. Unfassbar süß und pappig, sirupartig, aber so richtig alter Sirup. So richtig alter, eingetrockneter Sirup. Soll ich? Oh. Er ist wieder einer von der Sorte, der so richtig lange bleibt. Also er ist absolut hinüber, ist richtig scheußlich, hat so eine komische pappige Süße trotzdem, obwohl er noch so alt ist, nicht ganz so süß, wie er gerochen hat. Aber das ist wirklich, wirklich scheußlich. Ich finde Morio Muscat ja sowieso auch schon, wenn er jung ist, überhaupt nicht gut, aber boah. Oh. Nein. Einfach nur nein. Wir gehen nochmal ganze weitere 8 Jahre rückwärts. Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Ach, das sind doch die Weine von meiner Patenrebe. Pass auf, ich erklär's dir ganz kurz und gleich danach geht's weiter. Kannst du zwar auch skippen, wäre aber schade drum, weil es wirklich ein geniales Projekt ist und eine super Geschenkidee. Also, ein guter Freund von mir hat was gegründet, das nennt sich Pato Meo. Da kannst du Patenschaften übernehmen für zum Beispiel einen eigenen Rebstock oder aber auch ein Bienenvolk. Damit hilfst du dann kleinen, naturnah arbeitenden Winzern oder auch Imkern, damit die besser durch diese Zeit jetzt gerade durchkommen und auch ein bisschen mehr Planungssicherheit haben. Und du bekommst dann dafür erstmal eine Urkunde über deine eigene Rebe oder dein Bienenvolk und bekommst dann jedes Jahr den Wein, den genau deine Rebe abgeworfen hat in dem Jahr. Einfach so nach Hause geschickt. Du bekommst zwischendurch News, wie es deiner Rebe so geht, wie das Jahr verläuft. Und wenn du willst, kannst du auch an Events teilnehmen, die der Winzer dann exklusiv nur für seine Paten veranstaltet. Ich finde das Konzept großartig. So simpel, was Gutes zu tun und deine eigene Rebe zu haben. Und wenn du den Code IGEL10 verwendest, dann bekommst du die Patenschaft sogar nochmal 10% billiger und unterstützt ein bisschen mich mit, während der Winzer aber trotzdem seinen vollen Unterstützungsbetrag bekommt, weil diese 10% nämlich komplett von Pato Meo übernommen werden. Den Link findest du direkt unten in der Beschreibung. 1971 aus Württemberg, Riesling und Silvaner Spätlese. Es soll, glaube ich, irgendwie so eine Wachskapsel-Imitation sein. Bin mir aber relativ sicher, dass das Plastik ist. Sowas geht natürlich nicht ohne Sauerei. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Korken noch rauskriegen. Yes, Korken problemlos in einem Stück. Übrigens war auch hier der Füllstand, falls du es gesehen hast, bevor ich den geöffnet habe, schon relativ niedrig. Das heißt, da ist wahrscheinlich einiges verdunstet. Da ist Luft reingekommen und deswegen wird es höchstwahrscheinlich absolut hinüber sein. Und, oh, was ist das denn? Hä? Kann ich gerade gar nicht packen irgendwie. Also, so ganz modrig, irgendwie nach Mottenkugeln, vergammelte alte Stoffklamotten irgendwie. Boah. Oh, das ist wild. Das ist grob. Das ist richtig grob. Okay. Nee, das geht gar nicht. Das geht... Scheiße, das geht überhaupt nicht. Das ist definitiv hands down das Schlechteste, was ich bisher hier im Line-Up hatte. Surprise, es ist auch das Älteste, aber es ist... Das ist so gone. Das ist... Da habe ich keine Worte dafür. Das ist richtig, richtig scheußlich. Das hat so einen richtigen Schimmelnachgeschmack. Das ist... Bäh. Nee. Einfach nur gar nicht. Nein. Ich bin aber tatsächlich noch nicht fertig. Wir haben noch 3 weitere to go. Und wir sind 1967 im Oppenheimer Krötenbrunnen. Das ist ein naturreiner Wein, bedeutet also etwas restsüß. Ich weiß nicht, was da für Rebsorten drin sind. Ich glaube aber auch nicht, dass es irgendeinen Unterschied machen würde. 55 Jahre alt, in der Literflasche. Ich glaube, das kann man ziemlich vergessen. So, also das, ich probiere das. Aber ich glaube, wir wissen alle, was da rauskommt. Oh. Es riecht nach so Honig, aber richtig, richtig auf alt. Gut ist es nicht. Das ist hinüber. Das ist längst hinüber. Aber es ist tatsächlich deutlich erträglicher als die anderen, die ich jetzt zuvor hatte. Das war ja teilweise schon borderline Missbrauch bzw. körperliche Tätigkeit, aber ja, das ist einfach nur hinüber, das will ich nicht mehr trinken, das sollte niemand trinken, aber es ist nicht dermaßen scheußlich wie einiges, was wir jetzt gerade zuvor hatten.
vielleicht nicht der älteste, vielleicht doch der älteste, keine Jahreszahl. Ein Muskat aus Frankreich, also vermutlich jetzt auch wieder ein süßer Wein. Ist das Schimmel da oben? Apfelsaft mit einem Schuss Benzin und Backgewürzen. Er hier, 1:1. Ultra süß, wirklich unglaublich pappsüß. Gummireifen, bisschen rosinenartig, ein wenig würzig. Es ist irgendwie so interessant, dass ich gar nicht weiß, ob ich es scheußlich finde oder okay finde. Also ich bin einfach nur verwirrt. Es ist nicht völlig scheußlich. Es ist längst hinüber. Aber es ist wirklich verdammt interessant. Allerletzte Flasche, Gott sei Dank, die allerletzte Flasche. Das ist jetzt wieder ein bisschen jünger. Ich habe aber aus einem bestimmten Grund die jetzt ans Ende gesetzt. Es ist nämlich ein Cabernet Sauvignon aus Südafrika. Bergsick Estate 1990. Der Füllstand sagt mir vermutlich leider alles. Grundsätzlich könnte ein Cabernet Sauvignon aus Südafrika locker so lang. Das wird aber jetzt sicher keine tolle Qualität sein und das spielt ja immer eine Rolle, wie du weißt, bei der Lagerfähigkeit von so einem Wein. Wenn ich mir den Korken anschaue, dann habe ich auch keinerlei Fragen, warum der Füllstand so niedrig ist, wie er ist. Boah. Yo! Alter! Alter! Ich habe gerade erst angefangen, da ein bisschen reinzuriechen. Und mir kommt so ein Schwall von Aceton und Nagellackentferner entgegen. Alter. Yo. Yo. Ja. Das packe ich nicht in meinen Mund. Nein, da ist meine Grenze erreicht. Das packe ich nicht in meinen Mund. Alter, leck mich. Geh weg von mir. Weg von mir. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will überhaupt nichts mit dir zu tun haben. Geh ganz, ganz weit weg von mir. Weiche Belzebub. Not gonna happen. Nein. Da bin ich raus. Ich mache jetzt erstmal diese Schweinereiche sauber. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es war für dich ein bisschen unterhaltsam. Vielleicht hast du sogar ein bisschen was gelernt. Wenn du mich und meine Videos unterstützen möchtest, dann schau doch gerne hier unten in der Beschreibung vorbei. Da habe ich den Link reingepackt aus meinem Shop. Da sind Weine drin, die ich als Junior Sommelier alle persönlich ausgesucht habe, von denen ich überzeugt bin, dass sie fantastische Preis-Leistung bieten. Und dir, wenn du jetzt am Wein schon Freude hast, aber eher noch so am Anfang von deiner Weinreise bist, also kein großer Experte bist, nicht 40 Euro für eine Flasche einfach mal so ausgibst, dann sind da genau die richtigen Weine für dich drin, weil die so im Preisbereich 8 bis 20 Euro fantastische Preis-Leistung bieten und auch vom Stil etwas sein sollten, wo du richtig Freude hast und richtig entdecken kannst, was Wein kann und warum es so großartig ist. Also nicht das hier, anderer Wein, echter Wein. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Schau ansonsten gerne noch eins von meinen anderen Videos an, wenn du nicht so lange warten möchtest, bis wieder Sonntag ist und ein neues Video kommt. Ich bin raus. Mach's gut. Ciao.